Dankeschön für den Freekill. Gut. Nice, sehr schön. Na du, ich hab gesehen, Wichtiger hat versucht, eine 100er KD Solo zu erspielen. Ich dachte mir jetzt aber, okay, der Wichtiger, der hat's eigentlich fast nur mit dem Sensenmann-Kit gespielt. Und ich mach das auch ganz ähnlich. Ich werde nur mit dem Assassinen-Kit spielen. Das ist sozusagen die Challenge dieser 100er KD. Ich werde dieses Format jetzt wahrscheinlich öfters bringen und das auch mit verschiedenen Kits versuchen zu erspielen. Wenn ich jetzt nicht die 100 schaffe, ist es auch nicht schlimm. Wir werden uns einfach überraschen lassen. Ihr dürft die Challenge natürlich genauso versuchen. Die Challenge gilt auch an euch. Wer mehr schaffen sollte als ich, eine höhere KD erreichen sollte als ich, der darf mir das gerne zeigen in Form von einem Video. Dann wünsche ich euch natürlich sehr viel Glück. So, wie ihr sehen könnt im Chat, ich habe heute noch keine einzige Runde Skywars gespielt. Ich dachte mir einfach, ich werde jetzt meine Stats nicht zurücksetzen, nur um eine 100er KD mir zu erspielen. Ich spiele das Ganze auch mit meinem Hauptaccount, aber natürlich genickt. Aber dennoch, wir versuchen es ohne irgendwie eine Pause zu machen, hier durchzuhasseln und versuchen einfach unser Bestes. Natürlich mit dem Kit Assassine. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich zeige euch jede Runde natürlich meine Sets. Good luck and have fun. Let's go. Oh, das war schlecht von mir. Da habe ich mir einen Kill nehmen lassen. Habe ich mein Gap leider nicht durchgegessen bekommen. Habe ich den Kill auch nicht. Das ist gar nicht gut, Leute. Scheiße. Direkt schon am Struggeln hier ganz am Anfang. Das ist natürlich nicht so nice. Aber das ist egal. Den sollten wir jetzt wenigstens haben. Schön. Wir haben auch ein Dia-Chestplate gerade bekommen. Ist auch wichtig. Jetzt können wir uns den holen. Nice, Hammer. Das ist wichtig. Sehr gut. Oh, der trägt den Bock. Nice, sehr gut, Hammer. Okay, keine so killreiche Runde im Moment, aber das ist nicht schlimm. Erstmal auf Nummer sicher gehen, Leute. Das ist die Priorität. 100% safe. Wir dürfen ein einziges Mal sterben. Wenn wir öfters sterben, dann ist es leider vorbei. Der eine, der hat nicht so viel Bock. Deswegen fighten wir erstmal den hier. Der gönnt sich einen Recap. Dann schauen wir mal, dass wir den holen. Eben, ganz schnell. Der andere, der wird hier, denke ich mal, potenziell reincleanen. Ja, da kommt er direkt schon. Der pullt sich hier rüber. Dann versuchen wir mal, den schnell zu holen. Sehr gut, Hammer. Okay, dann sollten wir den auch bekommen. Der ist nicht gut genug, Leute. Nice, sehr schön. Erste Runde geht an mich. Safe Call. Nice, nice, nice. 4 Kills-Runde. GG. So, wir checken kurz die Sets. 4er KD und dann geht's weiter. Let's go. Ja, manchmal hat man hier Glück, manchmal hat man Pech mit den Kisten. Aber diese Runde war es mal wieder lucky. Sehr gut. Dann holen wir uns unseren ersten Gegner direkt mal. So, der hat auch direkt Bock. Sehr gut, sollten wir haben. Nice. Okay, na. Der hat auch eine Rot. Könnten wir uns eben gönnen. Wäre auf jeden Fall schön, den Kill zu haben. Okay. Ich weiß nicht, ob wir den haben. Jetzt ein Kill. Ja, die Pearl will ich jetzt hier nicht wasten. Scheint noch am Leben zu sein, der Dude. Schade, ja. Könnten wir jetzt langsam endlich den Kill bekommen. Wäre doch mal schön. Ja, er hat sich selbst getrappt. Dankeschön. Jetzt haben wir ihn. Nice, direkt nochmal 2 Gaps auf meinen Nacken. Auf seinen Nacken wohl eher. Let's go. Wir müssen ja natürlich auch auf die Cleans aufpassen. Eine Enderpearl haben wir auch nur. Das heißt, wir dürfen uns hier nicht knocken lassen. Gönnen wir uns noch einen Gap. Zur Sicherheit. Und dann geht's weiter. Wir haben das bessere Equip, den sollten wir bekommen. Sehr schön, ja, Hammer. Okay, clean kommt auch keiner. Das ist wichtig. Nice, 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 nice. Das war richtig gut. Also Speed 2 plus Poison. Da können die Gegner auf jeden Fall einpacken hier. So. Poison ist durchgekommen. Schön, Glück gehabt. Okay, jetzt haben wir ihn. Wie viel Pulse hat der denn? Junge! Nice, sehr schön. Wir haben eine 8er-KD. Okay, let's go, weiter geht's. Okay, dritte Runde. Auf, gut Glück. Gut, Job 2 ist da. So, Full Dia ist auch da. Sehr gut, da ist einer mit Speed hier. Aber den sollten wir haben. Da spielt er nämlich auch nur auf Knockback. Dementsprechend macht er keinen Schaden. So, dann holen wir uns jetzt erstmal den endlich. Ne, der versucht weiterhin hier auf Knockback straight zu gehen. Ja, da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Können wir nicht zu offensiv reingehen. Das wäre sehr dumm. Okay, gehen wir mal hier. Bisschen arg risky rein. Liebe Leute, hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Aber wir trauen es uns trotzdem jetzt mal. So, den Hammer.
Uff, schnell weg. Okay, erstmal safen, liebe Leute. Dann gibt es nur noch einen Gegner. Den können wir eventuell versuchen, mit Knockback zu holen. Aber wir sollten auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Ich hoffe mal, der sucht nicht, weil sonst wird's schwer. Ja, das sieht gut aus. Nice, sehr schön. Weiter geht's. Alpha KD. Jetzt geht's los. Da ist der erste. Okay, let's go. Oh, leck. Da kommt direkt ein anderer. Aber der hat keine Hose. Das heißt, der müsste eigentlich ziemlich schnell tot sein. Außer er pullt sich jetzt weg. Okay, der hat richtig Bock, der andere. Das sind aber zu viele gerade. Vielleicht müssen wir uns gleich wegpullen. Möchte ich aber gerade ungern machen. Wir pullen uns trotzdem. Man kann nie zu sicher spielen, wenn man eine 100er KD macht. Der hat gerade seinen Helm ausgezogen. Nice, dankeschön für den Freakle. Gut, zwei Gegner haben wir noch. Die fighten ja drüben gerade auch. Dann schauen wir mal, dass wir da am besten reinkriegen. Und die Runde wieder souverän gewinnen. Sehr gut, eins haben wir. Und den zweiten sollten wir eigentlich schon fast haben. Der andere, der hat sich auch wieder auf die Insel da hinten gezogen. Retendo. Moin, ist auch ein Zuschauer. Good luck. Okay. Ja, der spielt das nicht schlecht. Wir müssen uns ihn eigentlich nur ins Kopfball reinbekommen, dann wäre er schon tot. Hier, ich gebe ihm mal noch eine Dia-Hose. Leute, wir spielen sogar in der 100er KD hier mit ausgeglichenem Equip. What the fuck, Leute? Okay, naja, egal. Let's go. Wir können es uns leisten. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann bin ich natürlich komplett lost. Aber das sollte jetzt sein. Tot sein. Nice. GG. Schön. Dann sind wir bei einer 14er KD. Okay, da wollen sie mich schon trappen hier. Deswegen erstmal auf Nummer sicher gehen. Okay, der hat richtig Bock. Dann gab mal rein. Und dann geht's los. Okay, da haben wir unseren Gap gar nicht gegessen. War aber auch egal. Weil den bekommen wir auch so. Nice. So. Hier ist jemand. Aber der ist nicht zufällig hier auf der Insel. Nee, gut. Sehr schön, den haben wir. Okay, da kommt direkt der nächste Gegner. Zwei Kills haben wir schon mal. Das könnte auf jeden Fall eine höhere Killsrunde werden. Okay, das war gut von ihm. Von mir aber auch nicht schlecht. So, und dann geht's rein. Nice, sehr gut. Haben wir den nächsten. Zwei Gegner noch. Dann holen wir uns mal die beiden. Sehr schön. Der ist in einer schlechten Situation hier. Könnte genockt werden, wenn er Pech hat. Wir haben Fire Resistance am Start, das ist gut. Sehr schön, da haben wir den einen Kill auf jeden Fall mal safe. Den sollten wir noch, auch noch bekommen, außer der hat mega viel Healing. Aber wir gehen einfach mal in den direkten Kampf, dann sollten wir das gewinnen. Weil wir sind ja nicht schlecht. Dann geht's los. Zwei Enderperlen auch noch, also wir können das hier schon safe runterspielen. Nice, sehr schön. Das heißt, wir haben einen 19er KD. 100% Siegwahrscheinlichkeit, keinen Tod. Und dann geht's weiter.